Der Solidaritätszuschlag ist ein Dauerbrenner-Thema. Eigentlich trifft der Name gar nicht mehr zu, denn da ist nichts mehr mit Solidarität. Der Solidarpakt II für die ostdeutschen Länder läuft nämlich zum Ende dieses Jahres aus. Danach ist es eine reine Sondersteuer. Weltweit sind wir bei der Belastung der Menschen und der Betriebe an der Spitze. Und deshalb muss der Solidaritätszuschlag entfallen. Jetzt sagt das auch der Bundesrechnungshof. Der ist verfassungswidrig, der Soli. Und insofern schwebt auch über dem Bundeshaushalt ein Damoklesschwert, wenn Karlsruhe einmal so urteilen sollte. Für uns ist klar, der Soli muss für alle Bürger und Betriebe, also für den Mittelstand, das Handwerk, die Industrie, zum 01.01. des nächsten Jahres entfallen, damit es mehr privaten Konsum, mehr private Investitionen, mehr private Vorsorge gibt. Das ist im ökonomischen Interesse von allen im Land.